Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen hier wieder zurück zu Stranded Deep. Jo, wir zähligen jetzt noch weiterhin diese Palme hier. Und dann gucken wir mal weiter, was wir hier so anstellen. Höchstwahrscheinlich nicht viel, aber naja. Zumindest haben wir genug zu futtern. Das ist doch schon mal das Wichtigste. Vielleicht können wir mal eine Kartoffel oder so mal kochen. Das wäre auf jeden Fall mal interessant. Auf jeden Fall würde ich gerne meine Foundation hier erweitern. So. Du kommst hier hin. Und du kommst hier hin. Falsche Taste hier. Und dann bauen wir hier noch ein bisschen was an. Nehmen wir hier, bauen hier seitlich an. Und wenn wir schon dabei sind, dann bauen wir noch ein bisschen was. Opa, jetzt habe ich aus Versehen einen Palmwedel aufgenommen. Ich brauche ihn momentan nicht. Na komm. Komm zu Papa. So. Ah, 6 Stück. Ich hoffe, die reichen. Mal gucken. Ah, für den Support brauche ich nur einen. Okay. Gut. Bauen wir unsere Hütte soweit zusammen. Ah, okay, ich muss jedes Mal neu. Mal gucken, ob wir das so hinbekommen, wie ich es mir vorstelle. So eine kleine Mini-Hütte, ne? Irgendwas wollen wir jetzt mehr machen als üblicherweise. Können wir da auch was quer rauflegen oder? Ne. Wenn wir hier noch den Sichtbereich irgendwie abschließen könnten. Mit Palmwedeln und so. Oder wie nennt man die Dinger hier? Palmfront. Gut, 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 gut. Okay, ein Stick. Irgendwie wird man doch höchstwahrscheinlich irgendwie so ein Dach machen können, aber dafür habe ich höchstwahrscheinlich nicht ausreichend Materialien. Von daher, naja, egal. Auf jeden Fall könnten wir jetzt mal eine Kartoffel grillen. Ob ich meine Kartoffeln hin? Hier. Da kochen wir gleich mal ein paar mehr. Die legen wir gleich mal alle neben das Lagerfeuer, das wir gleich entzünden werden. Hab ich noch was in der Tasche? Also, Herr Chefkoch, bitte beginnen Sie mal damit. Okay, so könnte man eventuell was drauflegen. Kocht das schon? Ich hoffe, ich muss mir keinen Kochtopf craften oder so. Notfalls besorgen wir uns eine kleine Krabbe, aber egal. Das kann man ja schließlich auch machen. Oder kann man Kartoffeln roh essen? Oder eine Art NPC daraus basteln. Also keinen richtigen NPC. Ich meine sowas wie Wilson aus Castaway. Ist der Film Castaway? Ich weiß es nicht mehr. Schon ein bisschen her, weil ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Oh oh, da kullert gleich die Kartoffel aus dem Feuer. Hast du wenigstens deine Farbe irgendwie geändert? Naja, so, du würdest ja Cooked heißen, oder? Du bleibst natürlich drauf liegen, das ist klar, aber naja. Gut, wir haben ja noch Kokosnüsse, von denen wir uns ernähren können. Wo zur Hölle sind meine Kokosnüsse? Wer hat die Kokosnuss, wer hat die Kokosnuss, wer hat die Kokosnuss geklaut? Ach da. Gut, denn wir müssen ja schließlich bei Kräften bleiben. Hoppala.
Erstmal bitte trinken. Hinwerfen. Und dann weiter malträtieren. Und wir haben einen wunderbaren Snack. Man kann sich hier auch wunderbar vegetarisch ernähren. Hoppala. Hier. Ich wüsste nur allzu gerne, was man aus den Kartoffeln macht. Die mich vielleicht mal ein bisschen einlesen können. Denn Kartoffeln gibt es ja wie Sand am Meer. Die wachsen ja fast instant wieder nach. Wird mal, vielleicht brauche ich auch ein paar von diesen Dingern hier. Ist ja durchaus möglich. Nein. Oh, sammelt das wieder ein. Schmeißt es dahin. Da brauche ich auch mehr. Mehr ist immer gut. Learning by doing. Und ausprobieren macht ja schließlich den größten Spaß. So. Nein. Brauchst du noch mehr von dem Zeug? Voilà. Vielleicht sollten wir den Stick da irgendwie entfernen. Ja. Jetzt sammelt er wieder Sachen ein, die er nicht einsammeln soll. Kannst du von mir aus da liegen lassen. Aber wir könnten uns mal einen Speer basteln. Dann könnten wir vielleicht ein bisschen fischen gehen oder sowas in der Art. Jetzt brauchen wir erstmal ein Steinchen. Den zerlegen wir wieder. Gut. Brauchen wir eins von diesen Dingern hier. Ich glaube, es waren also ein Stock oder zwei. Das sehen wir gleich. Das ist ein Messer. Oh, nicht immer alles aufheben. Hallo? So. Besorgen wir uns noch ein Stöckchen. Stöckchen, Stöckchen, Stöckchen. Wo bist du? Ach, da sind meine Kokosnüsse. Okay. Sind ja auch nicht mehr allzu viele. Gut, dann fällen wir halt noch eine Palme. Ist ja nicht so, als ob die nachwachsen würden. Die da gefällt mir so schön am Horizont. Das lasse ich die mal stehen. War hier ein Stock? Ja, doch, hier. Müssen wir noch keine Palme fällen. Finde ich okay. Moment mal, du rückst ein bisschen näher ran. Und wir haben einen Speer. Jawohl. Damit können wir jetzt fischen gehen. Was sagt die Mickey Maus? Oh. Kurz vor 5. Frag mich, wann hier Sonnenaufgang ist. Aber bevor es soweit ist, essen wir lieber noch eine Kokosnuss. Denn wir müssen ja fast schon ausgehungert sein. Wupp. Dann wirst du wieder auf den Boden geschmissen. Und dann zerlegen wir dich. Jawohl. Wunderbar. Ich würde mal sagen, den Hammer lassen wir hier liegen. Den brauchen wir unterwegs nicht. Also ich frage mich, was ich machen muss, damit ich hier so Palmwände hinkriege. Wäre auf jeden Fall interessant zu wissen. Moment. Den Hammer können wir hier liegen lassen. Fällt der natürlich erstmal runter. Ah, und Sonnenaufgang. Sehr schön. Dann gehen wir mal fischen. Weil fischen tut man am leichtesten mit einem Speer. Ich finde es eigentlich schade, dass ich mein Feuer nicht wirklich genutzt habe. Ist ja auch schon fast down. Und ich glaube, die eine Kartoffel ist verbrannt. Naja, wenn man sich um sein Essen nicht kümmert, dann verschwindet es einfach irgendwann. Juhu! Wie lang ist dieser Strand, wollte ich schon sagen. Oh, da geht's runter. Hier kann man ja überall an jeder Ecke was entdecken. Aber bei meinem Glück finde ich hier nur Haie oder sowas in der Art. Mal bitte kurz auftauchen. Und weiter geht's. Fischi, Fischi, Fischi. Ach da. Ich
Ich glaube, du wirst uns zwar nicht satt machen, aber egal. Hab ich dich. So, der nächste bitte. Ich dachte schon, das wäre ein Wal, dabei ist es nur so ein Korallenriff. Meh. Kommst du her? Ich treffe den einfach nicht. Uah. Ist euch aufgefallen, dass sich der Bildschirm verfärbt hat? Uah. Ja. Hi, lass mich los. Nein. Oh oh. Mal schnell ins leichte Wasser schwimmen. Ich weiß, dass man Haie töten kann, aber... Wow. Das war böse. Ich wollte doch nur ein Fischi-Fischi. Lass mich doch bitte ans Land. Da kannst du auch an Land schwimmen. Wie gut der im seichten Wasser schwimmt. Normalerweise müsste er schon längst aufliegen, oder? Gut, braten wir unseren Fisch, solange das Feuer noch brennt. Da vielleicht drauf platziert. Ich hab's doch mal geschafft in einem anderen Spiel. Oh ja, diese kleine Sardine wird uns satt machen. Oh ja, und sie putzt. Nee, sie fällt raus. Gut, solange das Feuer noch brennt, sollten wir es wirklich ausnutzen und diese Fischi Fischi hier mal richtig Gari Gari zu machen. Damit wir viel Happy Happy haben. Nur von so einem kleinen Fischi Fischi werden wir nicht satt. Hm. Oh. Sehr schön. Yep. Irgendwie. Wie verarzte ich mich jetzt? Kann ich das vielleicht abwaschen oder so? Wow, Fischi Fischi. Oh, wie uns der Heider erwischt hat. Das war ja nicht mehr feierlich. Na komm her. Hab ich dich. Kann man Seesterne eigentlich auch essen? An sich ist es ja eine Meeresfrucht. Nee, aber hier drin nicht. Hm, das Feuer brennt nicht mehr. Legen wir da mal unseren Fischi drauf. So, was machen wir jetzt? Besorgen wir uns noch ein bisschen Holz. Waschen das Blut ab. Alter Schwede, hat der uns hart erwischt. So viel zum Thema auf Haien reiten, ne? Die macht einen platt. Ja gut, wir könnten jetzt noch ein bisschen Sachen hier sammeln. Eine Kartoffelpflanze, oder? Jo. Sehr schön. Krabben. Nehmen wir die einfach mal an uns. Dann können wir die irgendwann mal vielleicht, wenn wir es benötigen, füttern. Aber hier scheint es sonst nichts weiter zu geben. Eine richtig große Insel wäre cool. Also eine, die man so richtig erkunden kann. Eine, wo es sich auch lohnen würde, seine Base aufzuschlagen. Aber es kommt vielleicht alles noch. Wir sind ja hier immer noch in der Version Alpha 001 H1 mittlerweile. Ich glaube, wir kommen ans Baumfällen nicht mehr rum. Hallo? Stück? Hab ich dich. Also 7. Schwimmt da gerade ein Hai unter der Insel? Beziehungsweise durch meine Insel? Moment mal kurz. Moment mal, Rauche! Rache, verschwinde! Wo ist denn der hin? Naja, egal. Wir haben die. Da schwimmt tatsächlich ein Hai durch die Insel. Naja, wenn es ihm Spaß macht.
Wir haben ja Besseres zu tun, als uns mit solchen Lappalien abzugeben. Du bleibst bitte auch da oben, damit ich dich nicht verliere. Du wirst ja irgendwann mal ziemlich lecker werden, habe ich gehört. Speer legen wir mal auch ab. Das finde ich cool, dass er so wunderbar da steht, wo ich ihn hingeschmissen habe. So, gönnen wir uns noch eine Kokosnuss. Kartoffeln kann man wohl nicht essen. Kann man die vielleicht roh essen? Wir sind ja eh noch in der Experimentierphase. Ja doch, die kannst du einfach so essen. Also lassen wir uns die Kartoffeln einfach mal schmecken. Von denen gibt es ja eh mehr als genug. Und dann fällen wir noch mit die Palme. Weil wir ja sonst nichts Besseres zu tun haben. Oh, noch mehr Krabbenbabys. Hallo. Ne, euch lasse ich jetzt mal. Denn an sich haben wir ja mehr als genug zu futtern. Bist du eine große Krabbe oder täuscht mich das nur? Ja, du bist richtig fett. Moment mal kurz, wir waren ja schon lange nicht mehr klettern. Aber auch sehr cool. Du kletterst einfach eine Ding hoch. Eine Palme. Die du vorher angeschlagen hast. So lebensmüde. Ist der Bursche halt nicht. Oh, sich beinahe schon wieder abgesegelt. Und es regnet. Na, wundervoll. Wir könnten die Palme fällen, während wir draufklettern. Ja, gut, dass der Regen nicht nervig ist. So, kommst du mit? Ja, privat schleppe ich auch die ganze Zeit Palmen hinter mir hier. Ich frage mich, wie ich das mit dem Dach hier hinbekomme. Nicht indem ich mich hinsetze und dumm gucke. Wie schlagartig sich das Wetter verändert hat. Unglaublich. Oh naja, kann man halt jetzt machen. Filetieren wir einfach mal das ganze Zeug hier. So, du kommst mal. Okay, dich kann ich nicht draufrutschen. Auf jeden Fall brauchen wir dann so bald wie möglich wieder Brennholz. Oh ja, das dauert. Ich glaube, ich werde sie jetzt noch nicht ganz filetieren. Ich schmeiß jetzt noch meine Kokosnüsse aus dem Inventar raus. Frage ist, wo habe ich meine Kokosnüsse? Naja, fangen wir halt einfach mal eine neue Sammlung an. Junge, dir ist da gerade eine Kokosnuss aus der Hand geglitscht. Ist ja auch kein besonders schönes Leben, bei diesem Wetter hier rumzurennen. Aber ich würde sagen, meine Freunde, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich werde mal schauen, ob ich mich irgendwie informieren kann, wie ich hier mein Haus fertig kriege. Es muss nicht unbandig groß werden, aber naja. Ein paar Wände und sowas wären schon mal nicht schlecht. Also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.